dir ein dickes Buch von Diderot und anderen, die Enzyklopädie. Was ist das? Das ist im Grunde die Versammlung des gesamten Wissens der Welt in einer Sammlung, die dieses Wissen aufbereitet hat für die Zeitgenossen. Das heißt, es ist ein kooperatives Werk im 18. Jahrhundert. Es hat im Grunde eine pädagogische Bedeutung gehabt, denn Diderot, die großen Enzyklopädisten haben mit dieser Enzyklopädie etwas verbunden, was wir eigentlich heute gar nicht mehr im Auge haben bei diesem Begriff. Nämlich etwas, was Diderot formuliert hat mit folgendem Satz. Wahrhaftig, der Mensch tritt vor seine Zeitgenossen hin und sieht sich so, wie er ist. Nämlich ein sonderbares Wesen, gemischt aus erhabenen Eigenschaften und beschämenden Schwächen. Und jetzt nehmen Sie zu Stichworten, als Autoren. Sie sind ja Schriftsteller im Wesentlichen. Ja. Sie sind ja gleichzeitig Dichter und Philosophen, Naturwissenschaftler und so weiter. Das ist eine bunte Mischung. Ja. D'Alembert spielt eine Rolle, nicht? Condorcet. Wenn du mal das Stichwort Langeweile nimmst, was steht da? Das Stichwort der Langeweile ist hier aufgenommen als ein Wort, mit dem gezeigt wird, dass dieser Begriff vor allen Dingen verbunden ist mit Erlebnisarmut und dadurch eine Dehnung der Zeit sich ereignet. Das heißt, hier haben wir also dieses Phänomen, dass durchgängig ja ein Gegenstand überhaupt der Überlegungen der Menschheit gewesen ist, was ist die Zeit? Wie empfinden wir überhaupt Zeit? Und der Zeitbegriff, wie wir wissen aus der Astrophysik, der Ewigkeit wird ja verbunden mit jener Vorstellung des Endes der Welt in Gestalt von nicht mehr Ereignen, einer Nichtabfolge von Ereignissen. Das heißt, wenn also die schwarzen Löcher schließlich in Gammastrahlung aufgelöst sind und sich nichts mehr ereignet in der totalen Finsternis, ist keine Zeit mehr. Denn die Zeit verbindet sich für uns mit einer Abfolge von Ereignissen. Und wenn diese Ereignisse nicht mehr stattfinden in aller Ewigkeit, ist die Ewigkeit eigentlich da. Und jede Abweichung von lebhafter Zeit, also gewohnter Zeit, Zeit, die angenehm verrinnt, wenn man zu mehreren Menschen zusammen ist, die ist zunächst störend, führt zu diesem Ennui, der Langeweile, eine seltsame Art, sich unbehaglich zu fühlen, dahinter steckt aber eine Tugend, nämlich lange Zeiten mit langen Zeiten umgehen können. Ja, das ist das große Problem, vor dem sich die Klassik ja überhaupt gesehen hat. Goethe hat ja gesagt, was vertreibt die Zeit? Tätigkeit. Das ist diese Vorstellung, dass wir letztlich die Zeit erfüllen müssen. Und dieses ist wiederum das Rekurrieren auf die Vorstellung, dass die eigentliche Erfülltheit der Zeit nur möglich ist durch Kairos. Das heißt, dass wir die Zeit erfassen und das dauernde Ausweichen in die Vergangenheit und in die Zukunft lassen, sondern die Gegenwart als die größte Göttin verehre. Goethe hat ja gesagt, die einzige Göttin, die ich verehre, ist die Gegenwart. Enzyklopädie. Dieses Wort bedeutet Verknüpfung der Wissenschaften. Es setzt sich zusammen aus der griechischen Präposition en und dem Substantiven Kyklos, Kreis. Das heißt Lehre, Kunde, Kenntnis. Tatsächlich zielt eine Enzyklopädie darauf ab, die auf der Erdoberfläche verstreuten Kenntnisse zu sammeln, das allgemeine System dieser Kenntnisse den Menschen darzulegen, damit die Arbeit der vergangenen Jahrhunderte nicht nutzlos für die kommenden Jahrhunderte gewesen sei. Das, was hier gesagt wird, ist ja im Grunde die Aufgabe der Geisteswissenschaften, nämlich das Gedächtnis der Menschheit zu bewahren. Und was wir heute erleben in der Moderne ist ja im Grunde das Problem, dass die Geisteswissenschaften dieses Amt letztlich abgegeben haben,
An die Archivare der Naturwissenschaften. So ist es. So ist es. Das heißt, die Akzeleration der Erkenntnisse und Ergebnisse der Naturwissenschaften eilt voraus, ohne dass die Geisteswissenschaften mit ihrem Bewertungsmonopol, das sie aufgrund des Gedächtnisses oder der Gedächtnisverwaltung haben, nachkommen können. Das heißt, wir stehen heute in einem Missverhältnis der Kenntnisse, die wir haben über die Geschichte der Menschheit und der Einsichten, die wir daraus gewonnen haben, auf der Seite der Geisteswissenschaften und der Unfähigkeit der Beurteilung der neuen Phänomene, die durch die Naturwissenschaften auf uns zukommen. Und es wäre eigentlich so, wenn eine Abzweigung der Naturwissenschaft einen Fehler enthielt, ja. Zum Beispiel jetzt nur noch Großforschung in ja. Form von CERN, ja. Ja, dann könnte man nicht zurückgehen zu der letzten Wegkreuzung, ja. Weil das Gedächtnis schon längst verloren ist. Ja, das ist ja? Problem. Das heißt, dieses Gedächtnis ist durch Karrieren ja, ja. und Institutsgründungen befestigt, ja, ja. Wie mit Pflastersteinen. Ja. Es ist nicht wirklich möglich, einen Irrtum in der Entwicklung, in der Evolution der Naturwissenschaften ja. nochmal zu korrigieren. Das Problem ist ja, besteht außerdem darin, dass die anamnetische Kultur, die mit dieser Enzyklopädie als Grundvoraussetzung verbunden war, das heißt die Fähigkeit, diese Dinge überhaupt zu memorieren, verloren gegangen ist. Denn die anamnetische Kultur wird ja nicht mehr geübt. Die Memorierfähigkeit ist im Grunde ja aufgehoben durch den Vergangenen. Die aber auch existieren. Ich meine, du kannst doch die Quantenphysik, die Entstehung der Quantenphysik beispielsweise oder die Lorentzschen Transformationsformeln, die kann doch kein einfacher Mensch aufsagen. Das ist das eigentliche Problem, vor dem wir stehen. Das ist die eine Schwierigkeit der Unzugänglichkeit dieser Ergebnisse der Naturwissenschaften, die übrigens als letzter noch einmal versucht hat, memorierfähig zu machen in Worten der Klassik und der Poesie Alexander von Humboldt im Kosmos. Der Kosmos ist der letzte Versuch eines Public Understanding of Science and Humanity. Kosmos ist ein Riesenwerk, ja, ja. das er schrieb. Ja. Er schrieb bis zu seinem Tod. Ja. Das ist im Grunde die letzte Versuch, im Grunde diese Ergebnisse, die wir heute nicht mehr memorieren und verstehen können, der Naturwissenschaften, einem allgemeinen Diskussionszusammenhang zu öffnen. Zu öffnen und in einer enzyklopädischen Weise der Welt noch einmal zugänglich zu machen. Dieses Buch hat seinerzeit in einer Zeit der anamnetischen Kultur, nämlich des 19. Jahrhunderts, mehr Auflagen erlebt als die Auflagen der Bibel. Das heißt, es hat eine Zeit gegeben, in der das Interesse für diese Inhalte, die wir heute nicht mehr verstehen und memorieren, noch so groß war, dass dieses also der absolute Bestseller gewesen ist in Europa. Das heißt, in Deutschland. Heute noch findet man hier und dort in alten bürgerlichen Wandschränken verstaubt diesen Kosmos liegen, der nie wieder weitergeführt worden ist, weil schon Humboldt selbst größte Schwierigkeiten hatte, die Ergebnisse der Einzelwissenschaften zusammenzuholen. Er hat sich selber bezeichnet oder ist bezeichnet worden als die sogenannte enzyklopädische Katze. Das heißt, er ist im Grunde derjenige gewesen, der noch einmal versucht hat, durch unendliches Hin- und Herrennen und Abfragen der Einzelwissenschaften dieses noch einmal, wie Goethe sagen würde, palpabel, genießbar zu machen für die Mitmenschen. Das heißt also, die eigentlichen Ängste der Moderne gegenüber den Naturwissenschaften resultiert aus diesem Abbrechen des Erklärungszusammenhangs, der damals noch einmal